Ja, willkommen zu einem weiteren Haul. Diesmal geht es um einen Amazon-Haul. Dann habe ich mal wieder meinen ganz, ganz, ganz großen Favoriten nachgekauft, und zwar Rosenwasser. Ich verwende es so oft am Tag, jeden Morgen, jeden Abend, am Tag dazwischen, so oft, wenn ich, gerade jetzt, wo es so warm ist, schwitzt man natürlich am Tag, und ich arbeite von zu Hause aus. Deswegen bin ich nicht geschminkt und habe halt eben den Vorteil, dass ich mehrmals am Tag wirklich mein Gesicht, ja, einfach so dieses ganze Öl, Fett und so weiter, wenn ich geschwitzt habe, zum Beispiel runternehmen kann. Und ich benutze wirklich mehrmals am Tag Rosenwasser, weil es halt einfach mild ist, es ist überhaupt nicht aggressiv. Ich kann natürlich nicht mehrmals am Tag irgendein aggressives Gesichtswasser nehmen, was die Haut austrocknet oder sowas. Und das ist halt genau das Gegenteil. Das macht es halt eben sogar gut. Und deswegen, ich bestelle es immer nach. Und dass ihr seht, wie sehr ich es liebe. Hier sind vier Packungen. Die eine habe ich jetzt schon geöffnet. Da ist meine Packung nämlich gerade. Ich kann es euch zeigen. Hier sind unter meinem Tisch nämlich meine zwei Aufgebrauchtüten. Und ich weiß, dass da zwei Rosenwasser schon drin liegen. Und die habe ich gerade heute Morgen hier reingeschmissen. Also so sieht die Flasche eben aus. Richtig schön rosa auch. Und es ist wieder Nachschub da. Ich liebe es so sehr und ich kann es euch echt nur ins Herz legen. Ich habe es euch auch schon im Favoritenvideo gezeigt. Dann habe ich mir einen weiteren Bikini bestellt. Und zwar ist es so hier angekommen. Von Heard Up with Relichica Bikini, wie auch immer. www.relachica.com. Ich habe es hundertprozentig falsch ausgesprochen. Ich werde es euch, wie gesagt, alles in die Infobox verlinken. Ich liebe diesen Bikini. Also zuerst einmal kommt der mit so einem schönen Beutel. Finde ich richtig genial. Also hier steht nochmal alles Mögliche drauf, so an Werbung. Aber es ist halt, ja, also klar, ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt nicht so einen Beutel mitnehmen würde. Aber, wobei doch, ich habe immer irgendwie so eine Tüte mit dabei, wo ich dann meine nassen Flipflops reinmache oder auch nassen, wobei meine nassen Bikinis wickle ich dann eigentlich immer in irgendein Handtuch rein. So mache ich es eigentlich immer, dass nicht meine ganze Handtasche oder meine ganze Tasche dann nass ist. Aber eigentlich ist es ja mega schlau, so einen Beutel mitzunehmen, der eben wasserabweisend ist und dort dann eben die nassen Flipflops oder halt eben ja, Bikinis reinzulegen. Das ist eigentlich mega praktisch. Total süß, dass sie sowas mitliefern. Ich zeige euch erstmal die Unterhose. Weil, oder das Unterteil, weil das Oberteil ist echt was Besonderes. Ich finde den so mega schön. Ich hatte den sogar auf dem Rihanna-Konzert an, also unter einem Oberteil, wo man es aber durchgesehen hat, weil es einfach lohnt sich. Erstmal, das ist das Unterteil. Hat hier an der Seite diese Streifen. Wenn es jetzt einen Streifen gehabt hätte, dann wäre es mega schlimm gewesen. Dann hätte ich irgendwie ein neues Unterteil tragen müssen, weil das macht mich persönlich ja mega breit, weil ich einfach krasse breite Hüften habe. Deswegen bin ich froh, dass es einfach so ein Zwei-Streifen-Ding ist, dass es nicht so extrem aufträgt. Aber hallo, alleine diese Farben, diese Muster, also hier sind einfach überall nur so Blüten drauf, beziehungsweise auch so Vögelchen. Nee, es sind eigentlich alles so Blüten. Aber mega knallige Farben, also richtig, richtig nice. Und das Oberteil, also es gibt es auch noch in anderen Farben, aber das war so die knallige Variante. Das Oberteil, haltet euch fest, es ist ein Neckholder. Und in der Mitte. Sorry, ich finde das sowas von nice. Ich muss es euch gerade mal zeigen. So. Also. Sieht das nice aus oder sieht es nice aus? Also, ich bin ja momentan der totale Fan von diesen ganzen Oberteilen, die hier eben diese Riemchen haben oder sonstiges. Ich finde das einfach richtig, richtig schön. Und ihr glaubt gar nicht, wie schön angezogen der aussieht. Weil der hat hier auch diese harten Cups. Weil die meisten. Diese Triangeloberteile, die sind ja dann immer so ein bisschen labberisch, also dass die einfach nur so Stoff sind und die machen dann nicht so ein schönes Dekolleté. Sieht zwar schön natürlich alles aus und so weiter, aber dadurch, dass der halt diese festen Cups hat, kann man die halt wirklich so links und rechts unter die Brust setzen und alles hochquetschen und das macht ein mega schönes Dekolleté und alleine diese Riemchen hier. Ich bin so verliebt und ich freue mich schon richtig, richtig darauf, den im Urlaub anzuziehen. Also mega, mega schön. Gab es auch noch in anderen Farben. Ich bin jetzt gar nicht mehr so sicher. Ich glaube auch so in Schwarz-Weiß oder sowas. Aber ich fand halt so. Ich dachte mir noch so, soll ich was Normales mitnehmen? Also so eine normale Farbe, dass ich die vielleicht auch irgendwo drunter anziehen kann oder so. Und dann dachte ich mir so, nein, ganz ehrlich, das ist ein Bikini.
hol ihn dir in der knalligen Farbe. Und ich hatte den, wie gesagt, auf dem Rihanna-Konzert an und hatte dann ein Oberteil, ein weißes Oberteil drüber, wo man das halt einfach so ein bisschen durchgesehen hat. Und ich fand's mega. Ich hab's total gefeiert. Also richtig, richtig genial. Dann habe ich etwas gekauft, wo ihr mich hundertprozentig für komplett verrückt erklären werdet. Ich hab's auch noch nicht auf Snapchat gezeigt und ich hab's auch noch nicht ausprobiert. Aber ich wollte es unbedingt haben und einfach mal ausprobieren. Ob ich es weiterhin benutzen werde, weiß ich nicht. Und es war auch irgendwie für 3-4 Euro habe ich es jetzt gekauft. Und zwar sind es diese Lip-Plumper-Dinger. Ist eigentlich schon peinlich, das in die Kamera zu halten. Aber egal. Ich packe gerade mal eins aus. Und zwar sind es diese Dinger, die man sich auf die Lippen setzt und dann dran ein bisschen saugt, dass die Lippen ein bisschen größer werden. Und ich fand das halt mega interessant. Also ich bin im Prinzip mit meinen Lippen eigentlich zufrieden, aber so ein bisschen größer wäre halt eigentlich nicht verkehrt. Ja? Und ich bin halt nicht so eine Verrückte, die sich irgendwie einen Flaschenkopf nimmt oder daran rumsaugt. Man hat ja schon die krassesten Bilder gesehen, was da alles passieren kann. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich nehme einfach diese Teile und probiere das einfach mal aus. Einfach so, just for fun. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht ausprobiert. Die lagen jetzt hier die ganze Zeit in meiner Amazon-Bestellung drin. Jetzt, wo ich es abgefilmt habe, werde ich es einfach mal ausprobieren. Die kommen in 4 verschiedenen Größen. Und haben, wie gesagt, insgesamt, was weiß ich, 3 Euro oder sowas gekostet. Man kann sie auch einzeln, glaube ich, bestellen. Und die kosten dann, was weiß ich, ein paar Cent. Also es ist halt wirklich nicht schmerzhaft, wenn es halt mal schief geht. Oder wenn einfach, wenn es einem nicht gefällt, sagen wir es mal so. Genau. Wenn ihr darüber irgendwas Näheres erfahren möchtet, sagt es mir gerne. Dann werde ich das mal in Snapchat oder so zeigen. Oder vielleicht in irgendeinem Video. Keine Ahnung. Sagt mir einfach Bescheid, dann werde ich dazu mal mich äußern. Ich bin echt gespannt. Dann habe ich mir Schuhe gekauft und zwar von Tommy Hilfiger kommen die. Ich habe Schuhe gesucht mit Keilabsätzen. Und zwar geht es darum, dass ich viele Kleider mir jetzt für den Urlaub gekauft habe, die mit flachen Schuhen nichts aussehen. Oder die sehr, sehr, sehr lang sind, wo man einfach hohe Schuhe zu anziehen muss. Und ich werde einen Teufel tun und bei 40, 45 Grad mit High Heels rumlaufen. Also garantiert nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, so mit wirklich Keilabsätzen ist es gemütlich. Damit kann ich ewig laufen. Aber die ich hatte oder die ich jetzt gerade zu Hause habe, die sind halt mega hoch. Die hatte ich damals in Kroatien gekauft und die haben so einen richtig krassen Absatz und vorne im Plateau richtig und so weiter. Die sehen mega genial aus, aber die sind halt einfach zu krass. Und zwar sehen die so aus. Ich finde die mega, mega süß. Ich wollte halt welche, die entweder, Kork nicht, sondern genau so einen Absatz haben. Dieses mit diesem geflochtenen, weil ich finde das so, 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 so schön. Das ist halt total sommerlich. Und dann ist das hier so ein Beige-Weiß mit so einem Riemchen, was einfach braun ist. Also hier ist so ein Plastikschuh noch drin. Das gehört nicht mit zum Schuh. Vielleicht irritiert das auch ein bisschen. Ich hole das mal raus. Also so sieht der Schuh aus. Ich finde den super nice hier vorne mit diesem Schleifchen, aber nichts, was irgendwie großartig rumhängt oder irgendwie irritiert. Gott, was ist denn hier alles drin? So, jetzt aber. Was ich auch gerade sehe, was ich gut finde, und zwar ist das hier Stoff. Das finde ich gut, weil gerade wenn man irgendwie jetzt zum Beispiel so vielleicht schwitzt oder so und diese rutschigen Sachen hat oder diese rutschigen Materialien, ist immer ein bisschen blöd. Ich habe damit hier ein Schnäppchen gemacht, weil der kostet normalerweise irgendwas um die 100 Euro oder sowas und ich habe den jetzt für, ich glaube, 55 Euro oder sowas bekommen. Wie gesagt, alles in der Infobox. Also ein sehr, sehr, sehr schönes Schnäppchen. Da freue ich mich auch, die jetzt tragen zu können. Sehr, sehr, sehr schöne Schuhe. Also muss ich gleich mal anprobieren. Die sind nämlich gestern. Sind die heute oder gestern gekommen? Ich glaube, heute sind die, genau, die sind heute erst gekommen. Also passend zum Video. Sehr, sehr schön. Und was heute auch erst gekommen ist, ist meine neue Laptop-Tasche. Ich habe mir diese Tasche vor ein paar Tagen schon bestellt gehabt. Die kam leider zu klein an. Entweder habe ich sie falsch bestellt oder ich habe falsch gerechnet, falsch abgemessen, keine Ahnung. Und dann habe ich sie mir nochmal neu bestellt. Und zwar ist das diese hier. Ganz simpel. Ich wollte eine ganz simple Tasche ohne Schnickschnack, ohne großes Tamtam, keine Ahnung was. Die gibt es in verschiedenen Farben, auch in sehr, sehr schönen Farben. Aber ich habe mich wirklich für was Schlichtes entschieden. Also einfach grau-weiß. Die hat einmal hier vorne so einen Reißverschluss, wo dann hier nochmal mehrere Taschen drin sind. Also hier kann man, hier sind so größere Taschen, hier extra diese kleinen Taschen für Stifte und so weiter. Also da kann man alles Mögliche reinpacken, vielleicht auch ein Ladegerät und so weiter, das Akku. Dann hat es hier links und rechts solche Taschen, wo man auch noch genügend reinmachen kann. Unter anderem auch diese Henkel, wenn man die nicht haben möchte, weil man kann das Ganze so tragen. Oder da ist nochmal so ein größeres Henkel dabei, wo man es um die Schulter tragen kann. Also man könnte die theoretisch hier an den Seiten rein verstauen oder noch alles Mögliche reinmachen.
Dann hat die eben hier logischerweise den großen Fach, wo man den Laptop, Notebook und so weiter dann alles reinmachen kann. Die ist hier komplett mit Stoff, also so richtig samtig, richtig dick ist die vor allen Dingen. Also wenn mein Laptop mal runterknallen würde, bin ich der Meinung, dass da nichts passieren würde, weil das ist echt krass gefüttert. Und hier kommt dann eben nochmal so ein Henkel, wo man sich das dann hier dran machen kann und dann... Die sind hier drinne irgendwo. Da sind nochmal solche Schlaufen, wo man das dann reinhängen kann und sich das umhängen kann. Da bin ich persönlich ein Freund von. Das werde ich auch machen. Ja, war nicht ganz günstig, muss ich sagen. Aber das war die einzige, die mir so auf Amazon... Da gab es tatsächlich nicht so eine große Auswahl. Also die ganzen Laptop-Taschen, die mir so angezeigt wurden, waren... Also zu 95% waren alle einfach nur schwarz und dann waren die vor allen Dingen so richtig breit. Ich wollte halt so eine richtig dünne, wo einfach nur mein Laptop reinkommt und mehr nicht. Und die waren alle so richtig... breit, so richtig schon Aktentaschen sozusagen. Und das wollte ich überhaupt nicht. Deswegen finde ich mega, dass ich die bekommen habe. Wie gesagt, war nicht so wirklich günstig. Also ich hätte eine mir gewünscht für, was weiß ich, um die 15, 20 Euro. Aber naja, ist auch noch in Ordnung. Und jetzt war die Speicherkarte schon wieder voll. Also die Technik mag mich heute wirklich nicht. Naja, egal. Ich wollte mir nämlich noch so einen zweiten Schrank hier holen, die dann nebeneinander stellen. Und ich finde es schön, wenn oben so die Lippenstifte und so weiter stehen. Und deswegen auf den zweiten Schrank möchte ich dann die hier hinstellen. Ich denke, das wird ganz nice aussehen und dann werde ich sie auch regelmäßiger verwenden. Zumindest halt eben abwechselnd. Dann habe ich jetzt noch ein paar übrig gebliebene Sachen. Einmal habe ich mir endlich die Sleek-Palette bestellt, diese Highlighter-Palette. Ich fand die ja, ich habe die schon ewig in meinem Warenkorb gehabt. Beziehungsweise auf meiner Liste zum Anschauen immer mal wieder. Und irgendwie habe ich immer gedacht, ach nee, komm, lass doch einfach. Ich habe so viel Zeug. Und aber ich habe die jetzt mittlerweile schon wieder in so viel Holz gesehen, dass ich gesagt habe, komm ey, diese paar Euros kannst jetzt, ist jetzt auch egal. Ach, die Verpackung allein schon in diesem schönen Gold, also richtig, richtig schön. Von Sleek, wie gesagt, da ist, die kommt mit einem schönen großen Spiegel und dann sind eben... Ich wollte gerade noch den Pinsel rausholen, dann war es zu spät, aber den verwende ich eh nicht. Da sind diese Highlighter mit dabei, richtig, richtig hübsch. Die sind alle pudrig, beziehungsweise bis auf diesen hier, das ist der untere, der ist cremig. Der sieht so, 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 so schön aus. Also da bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Also die werde ich direkt mal, ich denke, morgen werde ich mich schminken. Die werde ich direkt mal verwenden. Nice, richtig, richtig nice. Da freue ich mich, dass ich die endlich habe. Dann habe ich mir hier so ein Tool bestellt, ein Brush Egg. So sieht es aus, wie so ein kleines Ei, wo man die Finger reinstellen kann und wo man eben die Pinsel sauber machen kann. Also zum Pinselreinigen ist es sozusagen gedacht, weil das ist hier ein bisschen gröber. Ich habe ja immer zum Pinselreinigen benutzt, dieses von Ebelin, was auch solche Noppen hat, aber die sind halt mega fein, also die sind sehr, sehr fein. Und das hier ist so richtig grob, da kann man richtig drin rumschrubben sozusagen. Beziehungsweise benutze ich auch die letzte Zeit oft halt eben diese Kernseife. Aber da ist es auch schön, in der Seife ein bisschen rumzuwuscheln, sich das Produkt aufzunehmen und dann hier aber nochmal so richtig drin rum zu reiben, dass es halt wirklich alles sehr, sehr sauber wird. Bin ich gespannt, habe ich noch nicht probiert, aber werde ich auf jeden Fall testen. Dann habe ich mir Body Tattoos bestellt und zwar in weiß. Ich habe ja ganz viele hier in, was weiß ich, Gold, Silber, Schieß mich tot, Schwarz und so weiter. Aber ich habe bei Amazon durch Zufall so ein Body Tattoo gesehen. Auf der Hand hatte das eine und es sah halt wirklich aus wie so Henna, wie so Malungen. Also richtig, richtig schön, aber in weiß und die war halt braun gebrannt und es sah so mega gut aus. Ich habe mich so verliebt, dass ich direkt mal welche bestellt habe. Und es gab mehrere verschiedene Sachen, wo man einzelne Sachen bestellen konnte. Hier waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vielleicht habe ich mich verzählt, vielleicht sind es doch 10. Also 9 anscheinend von solchen Bögen drin, mit den verschiedensten Motiven. Aber alles so im normalen Style. Also da sind jetzt keine Frösche, was weiß ich, Tiger und sowas dabei, sondern eher so orientalische Sachen, Blumen, also so Geschnörkel, einfach solche Muster und so weiter halt. Ketten sind dabei. Also richtig, richtig hübsch. Ich habe mir halt gedacht, sowas würde ich gerne im Urlaub mal tragen, weil da passt es auch. Da ist ja eh so dieses Orientalische oder so mit Henna und so weiter. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich mir richtiges Henna machen möchte. Ich glaube ja, aber mal gucken. Aber wenn man halt wirklich braun gebrannt ist und weiße Tattoos drauf macht, also das... Keine Ahnung. Also ich persönlich finde das richtig, richtig nice. Deswegen mussten die auf jeden Fall mitkommen. Ihr werdet die Anwendung dann auf jeden Fall in meinen Follow Me Rounds sehen vom Urlaub. Also richtig, richtig schön. Dann habe ich mir hier so ein Konzentrat gekauft. Ein Hyaluron-Konzentrat. Einfach, ja, weil ich ja schon ein paar Tage älter bin.
Es ist so, dass euer Körper ja von alleine Hyaluron produziert. Das ist das, warum ihr jung und knackig aussieht, eure Haut straff ist und alles on fleek ist sozusagen. Ab 24, 25 ist es so, dass der Körper das selber nicht mehr produziert, beziehungsweise, also entweder produziert das gar nicht mehr oder nur ein bisschen. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ich bin auch kein Arzt, aber auf jeden Fall ist das der Grund, warum man so ab 25 anfängt, ja, älter, also älter auszusehen, ab 30 man anfängt so ein bisschen Falten zu bekommen und so weiter und so fort, einfach weil der Körper einfach dieses eigene Hyaluron nicht mehr produziert und nicht mehr bekommt und man aus diesem Grund so mit Antifaltencremes und so weiter und so fort dann halt eben anfängt. Und in diesen ganzen Cremes ist halt eben Hyaluron enthalten. Ich habe mir gedacht, warum soll ich Cremes kaufen, die meinen Falten vorbeugen soll oder das einfach mir das Hyaluron zurückgeben soll, wo dann so ein bisschen was drin ist. Warum nicht einfach direkt was holen, was einfach mich voll pumpt mit Hyaluron? Das habe ich mir jetzt gedacht. Ich habe das auch noch in anderen Hauls schon gesehen gehabt, von einer amerikanischen YouTuberin habe ich das gesehen gehabt und von irgendeiner deutschen, ich weiß aber gerade nicht mehr wer. Ich glaube, die Sita Mars war es gewesen. Ich glaube, ja, ich bin mir sicher. Doch, die Sita Mars war es gewesen, die das auch schon benutzt hat und also schon ein bisschen aufgebraucht war und davon sehr überzeugt war und ihr Arzt hat es ihr auch empfohlen gehabt. Ich glaube, es war Sita Mars, ja? Doch. Genau, also lange Rede, kurzer Sinn, das ist einfach so ein Gel, was man sich dann aufs Gesicht, Dekolleté, Hals und so weiter schmiert und das ist halt eben Hyaluron, das, also wie gesagt, habe ich ja gerade erklärt, was es ist. Dann habe ich mir eine neue Blackhead-Maske gekauft, habe ich ja schon mal in einem Haul gezeigt, dass ich diese kleinen Tütchen geholt habe von Original Blackhead. Das sind diese schwarzen Masken, die man abzieht, die dann alles mit rausreißen, was so auf einem Gesicht existiert, alle Härchen und so weiter oder Mitesser. Und ich habe jetzt mal so eine Fälschung gekauft, weil letzten Endes überall das Gleiche drin ist. Man kann sich das Ganze auch selber zusammenmischen, bin dazu aber allerdings zu faul. Im Prinzip ist da ja nur Aktivkohle drin, das ist das, warum es so schwarz ist. Und im Prinzip irgendeine klebrige Masse, ob es Kleber ist, irgendeine Konsistenz, weswegen man das dann alles rausreißen kann. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, so eine Nachmache mal geholt, irgendein China-Produkt. Habe ich jetzt auch schon eine Zeit lang, schau mal, ob ich das noch in Amazon finde. Kommt jetzt einfach in so eine Tube, weil ich es einfach praktischer finde als diese Einmalmasken. Das ist einfach eine Riesensauerei, wenn man das Ganze versucht rauszuquetschen. Ihr kennt es bestimmt, wenn ihr ganz normale Masken benutzt, dass diese Einmaldinger einfach eine Riesensauerei sind. Deswegen möchte ich sowas haben. Das kann ich direkt auf meinen Pinsel geben und direkt draufstreichen. Das ist einfach alles ein bisschen einfacher, würde ich mal sagen. Deswegen habe ich die gekauft. Die war auch mega günstig. Irgendwas um die 4 Euro rum, also auch nicht wirklich teuer. Ja, werde ich auch mal ausprobieren. Dann habe ich mir noch zwei Sachen mitgenommen für den Flug, der jetzt ansteht. Und zwar einmal so ein Nackenkissen. Ich habe so ein Nackenkissen zwar schon, liegt bei mir schon seit Jahren im Auto rum für alle möglichen Reisen. Das ist allerdings eins, was man aufblasen kann. Und das finde ich persönlich mega praktisch. Ich habe mein Nackenkissen nämlich immer irgendwo dran gehabt, dann ob es in der Tasche war oder am Handgepäck immer irgendwie dran gefriemelt. Und das ist halt ein Riesending. Ich meine, das ist perfekt, wenn man reist. Sowas möchte ich auf jeden Fall nicht missen, habe ich immer dabei, aber es ist halt einfach ein Riesending. Und das ist halt einfach eins, was man dann aufblasen kann und wieder zusammenklappen kann, wenn man es eben nicht braucht. Da ist so ein Kissen drin, hier ist ein Reißverschluss, Kissen, so ein Pustekissen und das Außenteil kann man halt auch ganz normal waschen. Ist mega, also habe ich gesehen durch Zufall und dann direkt bestellt. Und dann habe ich noch was mitbestellt, was meine Schwester unbedingt haben wollte. Was vielleicht unnötig ist, aber nicht unbedingt verkehrt. Und zwar ist es eine Handwaage für Gepäck. Also da ist so ein, man stellt praktisch oder hängt den Koffer hier an und dann kann man das Ganze einmal hochziehen und dann wird hier oben an dem Display angezeigt, wie schwer dein Koffer letzten Endes ist. Ja, kann man eine Spielerei nennen, ist aber eigentlich ganz praktisch und gar nicht so verkehrt. Ich habe meine Koffer eigentlich immer zu Hause auf einer Waage gestellt, um zu gucken, ob ich Übergewicht habe oder nicht. Auf dem Rückflug ist es aber meistens nicht so leicht, weil man hat meistens keine Waage auf dem Hotelzimmer. Und ich muss sagen, ich habe immer Übergepäck. Ich hatte schon immer Übergewicht gehabt, egal wo ich gewesen bin, egal wie gut ich versucht habe zu packen und überhaupt. Klar, da kommt einfach viel mehr dazu. Es sind zwar ein paar Sachen, die dann aufgebraucht werden, so Beauty-Sachen, aber so viel macht das jetzt auch nicht aus. Also so ein paar Kilos vielleicht, aber das, was ich dann immer einshoppe, ist einfach immer viel zu viel. Und deswegen ist das eigentlich schon praktisch. Ich bin bis jetzt immer ganz gut mit dem Übergepäck durchgekommen. Also ich musste noch nie irgendwas zahlen. Ich wurde immer dann so durchgelassen, Gott sei Dank. Aber wenn man mal Pech hat, und das kann passieren,
wie gesagt, ich fliege jetzt tatsächlich das allererste Mal nach Abu Dhabi oder grundsätzlich so in diesen Kreis. Ich hatte immer Glück, in Amerika und Europa bin ich immer durchgekommen, aber dort weiß ich es halt eben nicht. Und ich will einfach nur mal auf Nummer sicher gehen. Und dann habe ich so ein Ding dabei, wo ich einfach ganz genau weiß, wie viel mein Koffer wiegt, ob ich Übergepäck habe, nicht. Und mich einfach darauf einstellen kann, dass ich entweder dann mehr zahlen muss oder. So, das war es jetzt erstmal von Amazon. Ich habe jetzt noch zwei, drei kleine Sachen, die einfach nirgendwo mit dazu passen. Ich habe ja noch jede Menge andere Hauls. Aber das sind nur zwei, drei kleine Sachen, wo ich mir gedacht habe, ich packe die schnell hier rein. Und zwar habe ich mir nämlich ein T-Shirt bestellt bei AliExpress. Das ist letzten Endes auch so ein China-Shop, wo man halt online bestellen kann. Und zwar wollte ich schon ganz, ganz lange so ein T-Shirt haben, wo einfach diese Wimpern drauf sind und so eine Lippe. Allerdings habe ich noch nirgendwo oder keins gefunden, was mir gefallen hat. Also in diesen ganzen China-Shops, wenn man so durch die Stadt läuft, sieht man die ja auch immer wieder. Die haben aber meistens ganz hässliche Wimpern. Entweder sind es dann nur so ein paar Streifen oder dann ist so eine rote Lippe, die irgendwie komisch aussieht. Ich weiß es nicht. Hat mir auf jeden Fall nie gefallen. Und das hier finde ich mega schön. Schaut euch mal diese perfekten Wimpern an. Also, hallo, richtig, richtig hübsch. Die Lippe ist so, naja, ist okay. Nicht der Burner, aber die Wimpern sind echt der Knüller. Und genau, das habe ich mir in Größe L bestellt. Ich würde jetzt sagen, das ist so eine M, weil ich wollte ja, dass es einfach so ein bisschen, hier oben wird es eh eng sitzen. Und dann werde ich es aber irgendwie in eine T-Shirt, also in Shorts oder sowas reinstecken. Also ich finde es richtig, richtig nice. Wie gesagt, von AliExpress. Wenn ich den noch finde, werde ich den euch auch in die Infobox verlinken. Und jetzt habe ich noch drei kleine Sachen bei Lush gekauft. Und zwar habe ich einmal wieder meine Badebombe mitgenommen, die ich ja immer kaufe. Also ich liebe die ja. Die habe ich euch jetzt schon ganz oft auf Snapchat gezeigt, weil die macht einfach so super geil buntes Wasser. Die riecht extrem genial. Das ist jetzt keine runde Badebombe, sondern so eine flache, aber sehr, sehr groß. Die riecht so genial. Und anders als bei den anderen Badebomben, das kennt ihr bestimmt, dass die sich auflösen, das Wasser ist dann bunt und keine Ahnung was und es riecht halt ganz gut, ist bei der so, dass das Wasser tatsächlich schäumt. Also es entsteht wirklich ein Schaumbad. Und die kann man so dreimal anwenden, also locker. Dann habe ich noch ein Nachkaufprodukt und zwar meine Maske, diese Pfefferminz-Gesichts- und Körpermaske. Ja. Habe ich euch auch schon mega oft gezeigt. Das ist einfach diese grüne Konsistenz, die man sich da drauf macht. Und die ist halt einfach wirklich für Hautunreinheiten. Hier steht auch, diese Pfefferminzmaske tut alles, um Hautunreinheiten zu bekämpfen und deine Haut wieder in Tip-Top-Zustand zu versetzen. Ja, die ist wirklich gut. Die habe ich mir schon so oft nachgekauft. Ich habe schon keine Ahnung mehr, wie oft. Und die ist jetzt mir gerade leer gegangen, deswegen habe ich sie wieder mitgenommen. Und das letzte Produkt, ach so, ich sage euch auch mal schnell die Preise. Also diese Badebombe hat gekostet 6,95. Die Maske hat gekostet 8,95. Und dieses letzte Produkt, was ich euch zeige, kostet 6,95. Und zwar ist es was Neues, ich habe es noch nicht ausprobiert. Tea Tree Water Gesichtstoner. Man sprüht sich das Ganze auf die Haut und das, also hier steht, kommt der Haut in schwierigen Zeiten zur Hilfe. Teebaum ist ein wunderbares antibakterielles, ich kann schon nicht mehr sprechen, und antiseptisches Öl für fettige und zu Unreinheiten neigende Haut. Also wieder mal mein Hauttyp. Also für fettige Haut, für ölige Haut, für Haut, die zu Unreinheiten neigt. Teebaum ist da drin und man kennt ja, das Teebaumöl soll ja wirklich gut für die Haut sein und so weiter, auch für die Wimpern und so weiter. Und Teebaumwasser ist hier hauptsächlich drin. Also das Granatfruchtwasser, ja. Also man kennt es ja von Lush. Ich finde halt, Lush-Produkte sind mega gut für eure Haut. Die sind wirklich alles natürlich zusammengestellt. Nur Naturprodukte sind drin, keine Tierversuche und so weiter und so fort. Also hier stimmt einfach alles, was man irgendwie an Anspruch hat, passt hier. Und darauf bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, weil ich habe bis jetzt tatsächlich noch kein Lush-Produkt gehabt, wo ich irgendwie von enttäuscht wurde oder sowas. Ich fand bis jetzt immer alles sehr, 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 sehr gut. Deswegen, ich hoffe, es wird super. Ich werde euch auf jeden Fall auf Snapchat dann berichten. Und das war's jetzt erstmal. Es war ein mega großer Haul. Ich hoffe, ich kriege das anständig zusammengeschnitten. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen zu den Produkten habt, irgendein Review haben wollt oder, wie immer in die Kommentare damit, dann werde ich so schnell wie möglich darauf antworten. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!